ASCII Art. Manchmal will man vielleicht nur ein kleines Diagramm oder eine Zeichnung oder eine Skizze einfach integrieren, ohne dann vielleicht dafür direkt Paint nutzen zu müssen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel hier direkt einfache, ja, Diagramme. Habe ich Chart genannt? Das Ganze kann dann so, die Lear Diagram bekommt hier verschiedene Darstellungen, dann schon angezeigt, definiert werden. Und hier ist nichts anderes, außer ihr malt praktisch mit der Tastatur, einfach wieder mit den vertikalen Strichen, Plus, Minusen, euer Diagramm. Das heißt, R wird dann einfach ersetzt durch rote Dots, diese Sternchen durch schwarze Punkte und B für verschiedene Farben. Also das wäre dann, glaube ich, hier blau und hat eine andere Symbolik. Oder wenn wir das Ganze speichern, Steuerung S, oh, dann kriegen wir so ein schönes, perfektes, gerendertes Diagramm. Das hatten wir ja schon bei den Tabellen gesehen. Bloß, dass ihr hier dann auch tatsächlich so ein bisschen schöner, also das Ganze designen könnt. Das heißt, bis zur maximalen X-Achse, das kann natürlich auch ein Wert ganz oben mit, ich weiß nicht, 1000 sein oder minus 100. Das heißt, das muss nicht perfekt übereinstimmen. Es wäre natürlich schön, wenn das alles passt oder sowas, aber wie gesagt, die Sachen sind alle optional. Das heißt, das muss nicht unbedingt einen Titel haben. Das muss nicht unbedingt eine Beschriftung in der X- oder Y-Achse haben. Und was ihr auch noch machen könnt, ist zum Beispiel, dass ihr diese Sachen jeweils benennt. Einfach am Ende anhängen. Sternchen steht für kleine rote Punkte. Und somit habt ihr dann tatsächlich auch euer Diagramm, also mit zusätzlichen Informationen dann gefüttert. Das heißt, hier möchte ich dann auch auf die Doku verweisen. In der offiziellen Lear-Skript. Lear-Skript.github.io. Da gibt es diesen Link zu diesen Docs, wo ich versucht habe, alles, was geht, ein bisschen aufzuschreiben. Und hier ganz am Ende wäre dann zum Beispiel die, also wie gesagt, Effects, Inline-Animationen, was es geben, was möglich ist, Charts, also wieso die Idee dahinter ist und wie der Code dafür aussieht. Und dann, welche Farben für welche Buchstaben stehen, welche Shapes oder welche Buchstaben welche Formen erzeugen, dann aber auch welche Linientypen zum Beispiel durch welche Buchstaben erzeugt werden. Hier sei nur eins zu beachten, dass vielleicht, hier sind wir wieder bei der mathematischen Notation, das heißt, jeder x-Wert hat auch tatsächlich nur einen y-Wert. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel sowas macht, das heißt, dass hier RR, dann gibt es praktisch für einen x-Wert den gleichen, dann kann das nicht mehr durch einen Graphen dargestellt oder durch eine, ja, Linie oder Funktion dargestellt werden, sondern dann sind es einfach nur noch diese Punkte. Großes R steht dann für einen großen roten Punkt, je nachdem. Also wie gesagt, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Also das wäre die einfache Möglichkeit für Diagramme. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Struktur, Zeichnung oder irgendwas macht, das ist noch nicht so ausgereift, aber man kann sich vorstellen, also es müssen, ihr könnt entweder diese Notation nehmen oder sagt, das ist ein ASCII-Befehl oder je nachdem und könnt dann tatsächlich so mit das mal hoch. Also wie sieht ein Würfel aus? Lear Script. So verschiedene tatsächlich.
der Kreis wird nicht perfekt geschlossen. Aber, rababa. Die Idee ist, glaube ich, klar. Also ihr könnt natürlich auch. Verschiedene Verzweigungen durchgehen und somit immer komplexere tatsächlich Diagramme malen. Das muss natürlich nicht sein, kann aber uns kann besonders effektiv sein. Oder ja, man kann das natürlich auch kombinieren. Das heißt, wenn hier wieder die Höhe die Weite nicht passt, dann machen wir hier einfach wieder Style-Information ist völlig. Machen wir es mal 300 px. Ich habe das Ganze so verkleinert. Also hier könnt ihr auch noch mal auf die Doku gucken. ASCII Art. Das heißt, hier gibt es diesen die Ursprungsfunktionalität oder Idee kam von diesem SVG Bob Editor von Ian Cheras, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und hier habt ihr die Möglichkeit, tatsächlich solche fancy Animationen oder Bilder und Grafiken zu zeichnen? Und im Idealfall sollte die Implementierung für LiaScript auch ziemlich ähnlich sein. Also, ihr könnt das Ganze einfach so rauskopieren, könnt das auch als Editor nehmen. Das heißt, hier das Ganze malen, könnt ihr auch, ach, das gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Hier tatsächlich gab es mal für Linien zeichnen etc. pp. Das Ganze mal und so vielleicht schönere Diagramme zeichnen oder einfachere. Also bei auf der LiaScript-Projektseite, da gibt es so eine kleine Darstellung für den Graphen, der vorher nicht geklappt hat. Einfache Boxplots, bisschen komplizierteres, UML, was auch immer aussehen. Chemische Strukturen vielleicht, die sich dadurch einfacher abbilden lassen, geometrische Strukturen, ja, ein bisschen ASCII Art for Fun oder sowas. Könnt tatsächlich auch Unicode benutzen, was auch immer. Das dauert ein bisschen länger. Ja, okay, das wäre bloß ein Bild eines Baums oder sowas, das ist ja, kleine Spielerei. Aber die Idee ist hoffentlich klar, das heißt, ihr könnt tatsächlich, wenn ihr genügend Lust und Laune habt, einfache Diagramme und Grafiken tatsächlich einfach nur mit eurer Schreibmaschine oder mit eurem Keyboard malen. Und LiaScript sorgt dann im Nachhinein auch dafür, dass die auch schön geplottet und dargestellt und gerendert werden. Das heißt, uns als andere Darstellung natürlich diese Darstellung von euren jeweiligen Funktionsplots, die so ein bisschen mehr erlauben. Kann ich uns als Barchart mir tatsächlich auch darstellen lassen und ja. Dann auch hier verschiedenen Stellen hineinzoomen und wieder hinausgehen.